An diesem Wochenende fand in Düsseldorf wieder der 15. Japan-Tag statt. Krönender Abschluss war auch in diesem Jahr das Höhenfeuerwerk um 23 Uhr. Am Samstagmittag hat das Feuerwerksunternehmen Nico Feuerwerke Wuppertal bereits mit dem Aufbau der Abschussanlagen begonnen. Ja, guten Tag, mein Name ist Jens Hibbler, ich arbeite bei der Nico Feuerwerk. Wir sind hier heute beim Japan-Tag, im japanischen Feuerwerk. Und das Besondere an diesem Feuerwerk ist, dass die Verzögerung des Einzelnen, das Ganze hier ist ein komplettes Bild, was heute Abend dann am Himmel einen schönen Effekt gibt. Und die Verzögerung der einzelnen Bomben innerhalb des Bildes wird halt durch die unterschiedlichen Längen dieser Zündschnüre, das sind Verzögerer, erreicht. Und somit hat man dann die unterschiedlichen einzelnen Bilder am Himmel nacheinander. Ja. Von wo kommt dann die Zündschnur, wo halt eben der Feuerimpuls durchkommt? Die wird hier oben mit einer schnellen Zündschnur, kriegen alle Rohre gleichzeitig Feuer. Und dann brennt das Feuer halt dementsprechend unterschiedlich lange durch diese Zündschnur im Rohr. Und dadurch kommt die Verzögerung am Himmel und die unterschiedlichen Effekte mit den Bildern. Und hier unten dran hängt dann die Bombe, oder? Genau, das ist eine schnellere Zündschnur und da ganz unten im Rohr liegt halt die Bombe auf. Und wenn diese langsam brennende Zündschnur durchgebrannt ist, geht es dann ratzfatz und dann ist die Bombe halt auch kurz danach am Himmel. Wie lange braucht so eine Bombe, bis sie dann am Himmel ist? Drei Sekunden, je nachdem was für ein Kaliber, zwischen 3 und 4 Sekunden. Also größere Bomben brauchen natürlich länger. Die fliegen dann auch bedeutend höher, also bis zu 250 Meter. Eine kleinkalibrige Bombe, die ist so in 2 Sekunden bei ungefähr 90 bis 110 Metern, ist sie dann am Himmel, wenn dieser Zünder durchgebrannt ist. Wie schwer sind so die Bomben? Zwischen 300 und 1,8 Kilogramm. So, nachdem jetzt die Bomben hier im Rohr platziert sind, findet jetzt die Verkabelung statt. Wie ist das denn hier alles aufgebaut? Ja, also es handelt sich ja hier um eine Reinschaltung und hier wird gerade der Elektrozünder verlängert, geht dann zu der IC-Verteilerbox. Wenn das alles fertig ist und soweit wird dann ein Prüfstrom von der Zündanlage aus durchgegeben und dann erkennt man, ob alles ordnungsgemäß angeklemmt ist oder irgendwelche Zünderdefekte. Kann man auf jeden Fall in der Anlage sehen, halt, ist dieses Bild da oder nicht da, und wenn es nicht da ist, dann wissen wir genau wo. Wir können dann halt den Zünder austauschen oder überprüfen, ob die Klemme ordnungsgemäß angekabelt worden ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann merkt das die Anlage, ist alles in Ordnung, reicht der Prüfstrom aus und dann sieht man alles da und dann sind wir für die Show dann bereit. Der Prüfstrom, der ist so gering, dass die Zünder nicht ausgelöst Richtig. Werden? Richtig, weil der liegt so weit drunter, dass dann halt der Zünder nicht auslöst, sonst hätten wir ja nicht heute Abend die Feuerwerksshow, sondern schon heute Nachmittag und das wäre ja nicht so toll. Ne? Und dementsprechend kann ich dann jetzt hier auf dem IC1, sieht man hier oben, kann ich dann, wenn ich hier drauf gehe, die dementsprechende Bildnummer eingeben. Und dann weiß die Zündanlage hinterher, auf Klemme 1 liegt Bild 10, auf Klemme 2 liegt Bild 1 und so weiter und so fort. Ja, und dementsprechend gehe ich dann hinterher auf Show, muss scharf stellen und dann kann man dann feuern. Ne?